Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin's, euer Kev von den Edeka Genussmomenten und heute gibt's bei mir Cannelloni, gefüllt mit Ricotta, Babyspinat und Sauce Bechamel. Viel Spaß dabei! Wir starten jetzt aber mit der Sauce Bechamel. Das ist die Grundsoße, eine weiße Grundsoße, die man eigentlich für alle Pastagerichte braucht, die in irgendeiner Form nochmal gebacken werden. Mit den Schalotten starten wir. Schalotten können wir auch direkt schon anschwitzen. Nehmen wir unseren Topf. Mittlere Hitze. Der Topf ist heiß, Schalotten geschnitten, Zeit für Butter. So 20 Gramm. So, und rein damit. Die schmilzt jetzt auch schon wunderbar. Und da kommen jetzt die Schalotten mit dazu. Und dann ist es relativ wichtig, dass ihr erstmal das Mehl natürlich dazu gebt. Das muss mitschwitzen. Wir machen also eine klassische Mehlschwitze. Jetzt beginnt sozusagen die Schwitzphase, wo sich alles verbindet. Und das ist der wichtigste Part bei einer Mehlschwitze. Wir wollen aber eine weiße, also von daher wird nur geschwitzt, bis sich sozusagen so ganz kleine weiße Bereiche darum bilden. Und müssen da eine kalte, möglichst kalte Flüssigkeit, also kalte Milch aus dem Kühlschrank, darauf geben. Und dann zügig rühren, dass wir halt dort keine Klümpchen erhalten. Sobald das jetzt gleich anfängt, heißer zu werden und zu kochen, wird es anziehen und dicker werden. Wichtig ist jetzt in der zweiten Phase, wo wir die Milch drin haben und wo sich das Ganze verbunden hat, dass wir das Ganze kochen lassen. Im Unterschied zu Stärke hat Mehl also eigentlich immer einen Eigengeschmack. Und damit der nicht zu stark ist, müssen wir schon eine Zeit lang kochen lassen. Also 5-6 Minuten einfach köcheln lassen. Aber wir können natürlich schon würzen. Und zwar würzen wir jetzt mit ein bisschen Muskatnuss, ganz klassisch. Und natürlich Salz. Also das muss schon kräftig sein. So, wichtig ist im Grunde, dass ihr alle Zutaten perfekt würzt. Ne? Also auch den Spinat, den Ricotta, weil ihr kommt später ja nicht mehr ran an das Ganze. Daher alle Komponenten leicht so ein bisschen leicht übersalzen und dann wird das Ganze rund. So, jetzt seht ihr ganz gut die Konsistenz, cremig, so soll sie sein. Und das lassen wir jetzt nochmal so 3-4 Minuten nochmal kochen und dann ist das auch schon gut. Also schon recht dickflüssig, aber es läuft noch. Bechamel ist fertig, jetzt kümmern wir uns um den Spinat. Dafür brauche ich nochmal einen Topf. Direkt schön heiß machen, Deckel kann drauf bleiben. So, da haben wir den Babyspinat. Ihr wisst ja, da braucht man eine gute Menge, weil der geht richtig zusammen beim Kochen. Deckel zur Seite, bisschen Olivenöl rein. Ja, quasi wie anbraten. Kann richtig schön voll werden. Richtig ordentlich Salz da drauf. Pfeffer. Und der Deckel wandert wieder drauf. So, das lassen wir jetzt so 3 Minuten vor sich hin köcheln. Kommt der Deckel wieder runter. Einmal rauf und dann das Ganze noch mal ein bisschen wenden. Ihr seht schon, wir haben schon gut ein Drittel an Volumen verloren. Jetzt lassen wir es noch mal so 2 Minütchen weiter garen. Okay, währenddessen das Ganze jetzt schon noch vor sich hin brät, mache ich mal so 2 Knoblauchzehen noch mit dazu. Die schneiden wir jetzt einfach runter in Scheiben. Ganz bisschen durchhacken. Deckel auf, Knoblauch rein. Ja, und dann können wir das Ganze auch schon einmal so richtig schön durchrühren. Und ihr seht mal, wie das Ganze hier eingegangen ist. Trotzdem noch richtig grün ist. Und das ist genau das, was wir wollen. So, hier haben wir den Ricotta. Ricotta ist im Grunde genommen italienischer Frischkäse. Der ist super vielseitig. Ihr könnt den für süße Speisen nehmen, Dessere oder auch für herzhafte, ja, wie zum Beispiel Ravioli oder in dem Fall die Cannelloni. Ich mag den, weil der hat einen hohen Fettgehalt und dadurch wird das Ganze richtig lecker und cremig. Jetzt das Ganze nicht stundenlang mitkochen, sondern nur so ein bisschen erwärmen nochmal. So, der soll untergehoben sein, dass es wirklich eine cremige Masse ist. Jetzt lassen wir die Bechamel noch ein bisschen erhitzen. Cannelloni, ne, machen die wenigsten eigentlich irgendwie selbst zu Hause, weil sie es vielleicht für kompliziert halten. Cannelloni sind ja im Grunde genommen gefüllte Nudeln, die nochmal gratiniert werden. Die meisten servieren die Cannelloni und bereiten sie im Grunde genommen so im Liegen zu, in so einer Auflaufform. Und dann muss man sie halt hier irgendwie so füllen, da so reindrücken und so, und das ist eigentlich kompliziert. Ich mache das heute anders, und zwar einfach so. Stell sie auf in einen Topf. Mach einfach die Füllung von oben ganz locker rein und dann garen sie auch so ganz einfach im Topf. Jetzt sieht man wieder die Konsistenz. Sieht richtig gut aus. Jetzt können wir das 2 Drittel der Soße hier reingeben. Oh ja, die auch schön heiß ist. Okay. Jetzt haben wir hier die Soße. Stellt es ein bisschen schräg, dann fallen euch die nicht um. Und dann fangt ihr hier unten an. Einfach hochkant reinstellen. So. Jetzt stehen die alle schön aufrecht. Das hat so ein bisschen was von Bienenwabe. Und da kommt jetzt die Füllung rein. Einmal so drauf, dann drückt man quasi das Ganze gleich ein bisschen nach. Das wird sich beim Kochen nachher alles noch nach unten sacken. Das ist also gar kein Thema. So, ein bisschen nachdrücken. So, jetzt haben wir hier noch so eine Palette, damit können wir das ein bisschen glatt streichen. So, dann kann man noch ein bisschen nachstochern hier. Finden Sie schon mal so ein bisschen den Weg. Jetzt geben wir in die Cannelloni nochmal die Soße drüber. Dann sieht man schon, wie das alles so einfließt. Die wird natürlich nachher nochmal so richtig angebacken. So, auch wenn hier noch Lücken dazwischen sind, das ist gar kein Problem. Die Pasta ist ja jetzt noch roh, die wird noch Flüssigkeit aufnehmen und dadurch wird sie natürlich größer. Und deswegen wird das nachher alles schön gefüllt sein. Und jetzt als Finish kommt natürlich noch Parmesan on top. Also richtig drüber reiben. Der schmilzt dann schön da rein. Das Ganze wandert jetzt in den Ofen. Am besten immer die unterste Schiene, weil der Topf ist ja relativ hoch.
So, das sieht gut aus. Jetzt sieht man auch ganz gut hier diese Wabenform. Das duftet, diese Cremigkeit, aber auch eine leichte Knusprigkeit oben. Jetzt geben wir einfach oben drauf noch ein bisschen Pinienkerne. So, dann nehmen wir jetzt hier noch ein bisschen halbgetrocknete Tomaten. Übrigens eine ganz tolle Geschichte. Die sind immer noch so ein bisschen saftig und viel fruchtiger noch als so richtig trockene Tomaten. Da sind sie, meine Spinat-Ricotta-gefüllten Cannelloni-Waben. Reicht so für 4 bis 6 Personen. Einfach auf den Tisch stellen, gemeinsam essen. Werde ich auch gleich machen, die freuen sich schon alle. Viel Spaß beim Nachkochen, euer Kevin.